Hey, hallo und herzlich willkommen wieder zu Let's Play Kirby's Fun Pack. Und wie gesagt, wie versprochen, wieder nicht alleine, sondern heute bin ich hier mit... Ja, der Erik307, hallo. Ja, hallo, wir spielen zusammen die Story Dynablade, die zweit einfachste Story. Ich drücke erstmal weg, ne? Also, und Erik kennt das Spiel eigentlich noch gar nicht, was vielleicht ganz lustig ist, ist ja auch egal. Ja. Ist nicht so das komplexe Spiel, vor allen Dingen dieser Modus. Ist nicht so komplex. Ja, okay. Ja, mal gucken. Ja. Ah! Es fängt ja super an. So, jedenfalls, hier kannst du spielen. Yay. Wuhu. Ich bin hier so ein komisches Vieh. Du bist ein Sir Kibble. Yay. Und nein, ich bin... Parasol, ich bin der Regenschirm. Hahaha. Regenschirm, jawoll. Oh, nicht nur so ein komischer... Ey, scheiße. So. Ne, kommst nicht hinterher. Ey. Ja, du hörst gut, du kannst dich einfach hinter mich herwerfen. Das ist so praktisch. Irgendwie will er gerade nicht... Achso, da springt mir der Fuck. Uah, Parasol Dash Attack! Das Auge. Ist eigentlich ziemlich cool, dieser Dash Attack. Ja, und... Meine jedenfalls. Wartet einfach mal. Weil ich in der Luft dashen kann, das ist irgendwie krank. Ich nicht, das ist unfair. Ja, du kriegst bestimmt auch noch andere Fähigkeiten, so. Ja, dich weg. Ich bekomme auch andere Fähigkeiten. Ja, also, du bist ja nicht immer der Boomerang-Typ hier. So. Nicht? Juhu. Nee. Ich kann dir jetzt zum Beispiel, wenn ich will, kann ich dir den den Regenschirm geben. Boah, bin ich hässlich. Mach mal das kaputt dahin, da komm mal in das Leben ran. Das geht nicht? Muss auch gehen, versuch nochmal. Ja. Geht nicht, schade. Na egal. Das brauchen wir eh nicht. Oh. Oh. Musik ist schon mal episch. Ja klar, Kirby-Musik. Was ist der Typ? Na, schade. Jetzt will ich auch mal wieder eine Fähigkeit haben. Obwohl, nee, ich glaube, gleich kommt eine coole für mich. Yay. Was denn für eine? In den Raum, in dem müssen wir zwar nicht rein, aber hier gibt's Schwert. Kannst du dir meinetwegen auch nehmen, wenn du willst, brauchst aber nicht. Hoho! Nee, Schwert ist cool. Also, meine Lieblingsfähigkeit ist die Schwert. Willst du auch haben oder nicht? Ja. Nein, nimm dir. Yay. Oho. Ich mag die irgendwie so ein komischer Link-Abklatsch. Ja, also ich sehe auf jeden Fall aus wie Link mit meiner Mütze. Was kann ich denn jetzt? Schlagen. Und Kombo hauen. Und vor allen Dingen, meine Lieblingsfähigkeit ist ja diese nach unten. Damit kannst du auf Gegnern raufspringen. Oder auch dieser hier. Da kannst du so auf Gegner raufspringen, dann prallst du so ab. Das ist ganz cool bei Bossen. Das erinnert mich sehr an Link bei sowas Smash Bros. Ball. Ja, jetzt können wir einfach durchrasen. Booms. Yay. Schaut. Also ich weiß nicht, dieses Teleportieren gefällt mir. Ja, ich kann das nicht. Aha. Wir rennen jetzt erstmal alles um. Knutschi! Also ich hätte jetzt gesagt, Kirby ist schwul, aber ich glaube, Kirby ist ein Sie, oder? Na, man weiß es nicht. Obwohl, also ich hätte immer gedacht, das ist ein Typ. Tschüss, schöne Schwertfähigkeit. Ich hab die Crash Bomb. Yay. Ah, brauchen wir nicht da hinten. So, ist ein Boss. Was ist das? Ey, böse. Attack! So, das ist auch meiner. Und dann kann ich gleich mal... Ja, du musst gerade nichts kapieren. Da zeige ich gleich mal die Kochfähigkeit hier. Jetzt wird gekocht. Hoppa, 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 hoppa. Ich will auch was essen. Risse. Nee. Aber wir brauchen es nicht, wir haben volle KP. Egal, ich hab... Pancakes in Tomaten! Lecker, Tomaten! Komm, und jetzt, in diesem Modus kann man so ein ganz lustiges Kanonenspiel spielen hier nach jedem Level. Muss ich machen. Natürlich versuchen, dass die Leiste da voll ist. So. Meins war schlecht, aber deins war ganz gut. Boah, ich bin so über... Ja, du rast da ganz schön durch. Wow. Nice, schön. Irgendwann leben, die wir eigentlich nicht brauchen werden. Nee, eigentlich nicht, aber egal. Passt. Wenigstens 20 schon rum. Und nächstes Level. Juhu. Nehme ich mir. Regenschirm.
Weiß nicht, eben so ein komisches Augenvieh? Ach so. Ja, wir haben Regenschirm. Soll ich jetzt rein? Ey. Ja, du kannst doch nicht durch Türen gehen. Trug. Nö, ach, ja. Ich spiele mir ein bisschen mit dem rum. Wir gehen hier rein, sag ich mal. Und hier gibt's... Ich bin dein Gefolge. Ach, hier hätten wir nicht rein müssen. Das ist ja hässlich, Viecher. Ach. Töte ihn! Bam. Und der Raum. Ja, der war ziemlich sinnlos, der Raum. Muss man nicht reingehen. Bringt auch nichts. Mehr oder weniger Falle. Ich will ihn eh nicht mehr haben. Ach, den kannst du hier kaputt machen. Noch mehr! Ah, sie muss glänzen. Ich kann's nicht. Geht doch. Schön. Was ist jetzt dahinter? Da ist noch eine Tür. Yay. Oh mein Gott. Nimm ja. Oh, den hätte ich ja gerne gehabt. Egal. Da kann man aber schon nochmal rein, oder? Ja, egal. Das kannst du ja auch kaputt machen. Was? Ja, den Boden hier. Den hier. Ach so, den. Nee. Nicht? Na, dann nicht. Kann man wahrscheinlich... Oh, was ist hier? Yeah. Man kann es wahrscheinlich mit Ninja kaputt... Oder einfach von hier. Warum nicht das gleich so? Also, ich weiß nicht. Ich mag mich. Ich mag dieses Teleportieren wirklich. Oh, das Ninja. Ich nehme es jetzt nur ganz kurz eigentlich. Aber du kannst gleich Ninja haben. Hua. Oh ja, Ninja ist toll. Weil ich weiß, dass man gleich eine andere Fähigkeit braucht, wenn man ein Secret holen will. Es gibt zwar nur zwei Secrets in dem Modus hier, aber... Na, die können wir holen. Ich komme wieder zu dir. Ja, dann nimm das. Und mach jetzt mal keinen Gegner kaputt. Weil kein den, Gegner kaputt. Ich glaube, den nächsten Gegner brauchen wir hier. Der, den hier. Jetzt kannst du wieder alles kaputt machen. Yay. Also. Okay. Und ein Geheimweg. Ich komme zu dir. Yay. Was passiert jetzt? Geheimweg! Wow! Ab zu den Snow Mountains oder so. Candy Mouse, Charlie! Ha! Mirror! Mirror! Ich will auch! Schön! Gern geschehen. Oh, jawoll! Jawohl! Autoscrolling! Aber ist nicht so lang der Raum. Du kannst sie übrigens an Wände hängen, wie auch immer. Wie? So an Wände kannst du kleben. Ah. Mach mal später. Ich glaub, ich nicht sterben. Tot, ja, mach mal den Gegner kaputt. Nicht, dass ich hier noch sterbe. So, ich hoffe, gleich gibt es irgendwo KP. Ja, da gibt's was. Au. Sterb hier nicht. Habe ich nicht irgendwie ein... Ich bin fast tot. Ja. Yeah. Sammel das ein. Okay. Und wieder hast du wieder volle KP. Boah. Magic. Im wahrsten Sinne des Wortes. Yay! Bei der Macht von Sternenskull. Von Grayskull. So. Den will ich nicht. Ich bin irgendwie hässlich. Ach, jetzt. Warte. So, die nimmt Fähigkeit, nimmst garantiert du. Okay. Weil die ist cool, wenn du die hast. Bleib stehen. Ich hab gesagt, bleib stehen. Viel zu viel Arbeit. So, fahr los. Oh, jawohl. Piu. Fahr einfach durch. Einfach durchfahren. Ich kann Sterne schießen, die ziehen richtig viel KP ab. Oh Mann. Das kann ich dir gleich bei dem Mittelboss zeigen. Bleib stehen, bleib vor dem Boss stehen. Ja. Egal, mach nix. Ich muss sie nur mit Sternen abschießen. Rass da nicht rein. Ah. Weil die Sterne ziehen. Ah, warte, den brauche ich jetzt. Puh, mach den nicht kaputt. Nee, nee. Ich wollte nur mit Sternen jagen. Rein da. Was ist jetzt? Und hier gibt es noch ein kleines Secret. Wenn man das hier kaputt haut. Alles kaputt. Ich weiß nicht, warum die so einen Schalter draußen vorm Schloss haben. Keine Ahnung. Dass der das Ganze einbricht. Nochmal drei Leben. Ist der Selbstsicherungsschalter. Genau. Aber jetzt gleich schon wieder los. Naja, diesmal komme ich weiter.
Aber ich glaube nicht, dass es für 3 Leben reicht. Nee, nee, nee. Nee. Wo sind trotzdem gut? Eins nur, Betrug. Ja, eins nur. Dann locker 2. Ja, 2 gibt's glaube ich gar nicht. Es gibt nur 1, 3 und dann war's das auch. Das ist irgendwie sau diskriminierend. So, da gibt's jetzt einen Gegner. Den können wir aber gleich machen. Wir gehen erstmal in Secret Dings hier rein. Und da können wir uns einfach nur Fähigkeiten aussuchen, die wir haben wollen. Das will ich schon haben. Also nicht von allen, sondern aber von den meisten. Ich nehme einfach mal die stärkste Fähigkeit, weil ich will dich da nicht reinschieben. Das ist die stärkste Fähigkeit. Okay. Sag ich mal, weil man kann sonst aufladen alles. Und da kann man richtig starke Strähle machen. Du kannst ja auch so ein... Na, nee, wisst ihr, das ist hässlich. Hier gibt's Feuer, dann gibt's Laser, Mirror, Kämpfer, Bumerang. Auch nicht, ich glaube, da bin ich meinen tollen Wheelie ganz gut bedient. Ich weiß es gar nicht, ist vielleicht sogar das Rad stärker als der Laser, wenn man zu zweit spielt? Weiß ich es gar nicht. Keine Ahnung. Egal, wir machen erstmal den Gegner hier. Was ist jetzt so besonders? Fahr mit dem Rad genau vor ihm und dann lass ihn kaputt machen. Na, jetzt fahr einfach. Na dann halt, mach es halt alleine. Boah. Alleine kannst du nicht viel ausrechnen als Rad. Aber er ist kaputt. Ach so, also als Rad bin ich jetzt wirklich so ein Teamplayer oder was? Wenn du zweiter Spieler bist, ja, du kannst die Gegner schon umrasen, aber meistens kriegst du selber Treffer. Also, ist nicht so schlau. Klappt schon. So billige Gegner kannst du halt umrasen. Aber gegen Bosse ist das nicht so prall. Klappt schon. Warte, ich werf dich rauf. Hm, komm. Willst du dich besteigen? Ah, okay. Ich dachte, er explodiert.